Haben Sie eine Lieblingsfigur, wie zum Beispiel der Sams? Meine Lieblingsfigur unter meinen Buchfiguren ist der Lippel, weil er viel von mir hat. Ich war als Kind auch so ein Träumer wie der Lippel. Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie Wunschpunkte hätten oder wenn Sie halt das Sams treffen würden? Dass ich möglichst lange noch gesund bleiben darf. Werden Ihre Bücher auch in andere Sprachen übersetzt? Wenn ja, in welche? Da müsste ich jetzt ganz lange, es sind 40 Sprachen, in die es übersetzt ist. Also wenn ich da alle aufzähle, brauchen wir lang, sage ich mal, Chinesisch, Japanisch, Russisch, Indonesisch, Thailändisch, Französisch, Englisch, Ungarisch und so weiter. Wie sind Sie auf zum Beispiel den Namen Lichtblau bei Herrn Bello gekommen? Das kann ich ganz genau sagen, wie ich auf den Namen Lichtblau bei Herr Bello gekommen bin. Ich hatte den Buch bis zur Hälfte geschrieben und jetzt tauchte eine Frau auf und ich dachte, welchen Namen gebe ich der? Und da fuhr ich vorbei an einem großen Schild an der Hauswand, da stand drauf Schreinerei Lichtblau. Und da dachte ich, ach, das wäre doch ein schöner Frauenname für so eine elegante, liebenswerte Frau, Lichtblau. Und deswegen heißt sie jetzt Frau Lichtblau. Warum finden Sie es wichtig, dass Kinder lesen? Wenn man liest, bekommt man einen ganz anderen geistigen Horizont. Man kann sich besser in andere Menschen hineinversetzen, weil man schon, wenn man von anderen liest, schon ein Empfinden hat für eine andere Figur. Außerdem schadet es nicht, wenn man gut lesen kann, weil heutzutage, wenn man auch am Computer sitzt, man muss ja alles lesen, was der Computer einem vorschlägt. Danke. Bitte. Haben Sie schon andere Kinderbücher oder Gedichte musikalisch umgesetzt? Ja, ich habe schon viele Lieder und Gedichte umgesetzt. Ich schreibe selber auch Texte und schreibe auch selber Musicals für Kinder. Und mit Paul Ma darf ich schon seit 10 Jahren zusammenarbeiten. Ja, von anderen Autoren ab und zu, ne? Also nicht nur für Paul, sondern auch für manche andere. Ne? Wollten Sie schon als Kind zu Kinderbüchern Musik machen? Nein, ich habe spät angefangen mit der Musik. Also war ich schon aus dem Kindalter raus. Also ich wollte schon immer auch als Kind, weil ich nichts anderes gelernt habe, Musiker werden. Habe aber auch schon immer Gedichte geschrieben und gerne Briefe geschrieben per Hand. Und eigentlich das, was ich jetzt machen darf, ist mein Traumberuf. Welches Kinderbuch würden Sie gern mal als Lied umsetzen? Das neue Buch von Paul. Das heißt, die Tochter der Zauberin. Also, es gibt da jetzt ein ganz neues Kinderbuch von Paul, die Tochter der Zauberin. Und da hat er mir erlaubt, dass ich daraus ein Musical machen darf. Welche Bücher hast du von Paul Marsch schon gelesen? Also ich habe das Sams schon gelesen, aber sonst doch eigentlich keins. Das kleine Känguru lernt fliegen und alle Sams-Bücher und Geheimtipp, die Obodildocs. Lest's alle, ist gut. Was würdest du dir wünschen, wenn du Wunschpunkte hättest? Dass ich ein Lamborghini Huracan hätte, denn das ist mein Lieblingsauto. Warum sind Sie zur Lesung gekommen? Ach, weil ich mit Paul Marsch schon aufgewachsen bin. Meine Mama, die da steht, hat das schon vorgelesen. Ich habe es auch irgendwann selber gelesen und meinen Kindern habe ich es auch vorgelesen. Wie findest du es, dass die Bibliothek jetzt auch sonntags geöffnet hat? Also ich finde es sehr gut, weil dann können auch andere Menschen, die vielleicht an anderen Tagen keine Zeit haben, auch mal in die Bibliothek gehen. Fantastisch. Ich glaube, wir werden Dauergäste am Sonntag sein.